Hallo Leute, kommt mal mit mir. Ich erzähle euch eine Geschichte. Die Margarete, meine Mitbewohnerin, die war gerade mit mir unterwegs und die war vor kurzem mal in der Schweiz. Und da hat die mir Geld gezeigt. Und sobald ich dieses wunderschöne Geld in der Hand hatte, habe ich mich so richtig, richtig gut gefühlt. Und, aber dann gucke ich mich hier so um und ich sehe überall nur eklige Deutsche. Grüße miteinander, ihr widerlichen Deutschen. Bleibt mir weg mit eurer Armut. Mit eurer gescheiterten Demokratie. Direkte Demokratie ist. Hallo, seid ihr Deutsche? Guckt mich an. Wo komme ich her? Ihr mit eurer scheiß Krieg und so. Deutschland ist ekelhaft. Ihr seid alle so arm. Euer ganzes Geld lagert bei uns. Guten Tag, grüßt ihr miteinander. Geh weg. Geh weg. Scheiß Deutscher. Ich bin ein widerlicher Deutscher. Ich gehe. Du steckst mich an mit deiner Armut. Gripsi, Gripsi. Ja, da gucken sie neidisch, oder? Scheiße, ja, Gripsi. Du läufst noch ein bisschen zu gebückt. Ja, doch, das ist es. Grüezi, Ladies, kann ich euch etwas Schönes kaufen von meinem Schweizer Geld? Ja, nicht mal die Einheimischen sprechen ihre eigene Sprache. Lauf nicht so gebückt! Deutsche! Puh. Die Armut! Die Armut wird bis hier rüber! Achtung, Achtung! Hals! Schwitz! Kennt ihr alle Ballons hier? Alle hier, ich kann noch bezahlen! Die Leute wissen nicht, was ich hier in der Hand halte! Das sind mindestens 25 Bitcoin! Jungs, wo kann man ja gut Käfer fragen? Käfer fragen! Zusammenfassend kann ich sagen, es ist wirklich widerlich, sich im Deutschen zu bewegen. Diese Sprache. Mein Akku macht schwach. Mein auch. Liebe Leute, geht nicht in dieses Land, es ist wirklich ganz ekelhaft. Macht Platz!